Sam und Dean Winchester, zwei Brüder, die normalerweise mit übernatürlichen Wesen in der Zukunft zu tun haben, stehen heute vor einer ganz anderen Herausforderung: ein gruseliges Halloween-Essen zuzubereiten. Der Wind heult draußen und Fensterläden klappern leise, während die Zutaten bereitet werden. 200 Gramm Mehl der alten, verlassenen Mühle. 100 Gramm Butter aus Vollmondmolke. 50 Gramm Louisiana Sumpfzucker. Ein Ei einer schwarzen Henne. 200 Gramm frische Mitternachtshimbeeren. Saft einer, im Schatten eines Grabsteins gewachsenen, Zitrone. Dean mischt Mehl, Butter, Zucker und Ei in einer Schüssel. Er knetet alles gut durch, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Sam rollt den Teig dünn aus und schneidet mit einem Messer Knochenformen aus. Die Knochenkekse werden auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech gelegt und im vorgeheizten Ofen bei mittlerer Hitze gebacken, bis sie goldbraun sind. Sam gibt die Himbeeren in einen Topf und erhitzt sie langsam, bis sie zu zerfallen beginnen. Er fügt den Zucker und den Zitronensaft hinzu und lässt alles zu einem dicken Sirup einkochen. Dean siebt die Mischung, um die Himbeerkörner zu entfernen, und gibt den Blutdip in eine Schale. Perfekt für eine Nacht voller Schrecken und Überraschungen. Wer hätte gedacht, dass zwei Jäger des Übernatürlichen solch kulinarische Wunder vollbringen können? Guten Appetit und Happy Halloween!